Mission 3 beginnt erstmal mit einer Hinrichtung. Erinnert ihr euch noch an die Diebe, die wir in Römer Mission 2 eingeschleust haben? Nun, die haben scheinbar gelernt, sich durch Zellteilung fortzupflanzen, jedenfalls sind aus einem so um die 30 geworden. Unser Ziel ist es, 15 Geologen, Gärtner und Pioniere sowie 15 Level 3 Schwertkämpfer zu rekrutieren und mit Schiffen hier zum angedeuteten Ausgang auf der Karte zu bringen. Allerdings haben wir auf dieser Karte ein paar ernste Probleme, mit denen wir uns dabei herumschlagen müssen. Unsere eigenen Startvorgaben sind ziemlich mau und wir haben auch nicht allzu viel Bauplatz. Hier kann es tatsächlich sinnvoll sein, mit dem Abkürzungstab der Wikinger Wüste zu terraformieren. Bei unseren Verbündeten sieht es noch schlimmer aus, denn die scheinen im Vollrausch ihre komplette Siedlung wortwörtlich verwüstet zu haben. Hier gibt es nichts von Wert für uns. Dafür geht es unseren Gegnern prächtig. Auf einer Insel im Nordosten hat eine Gruppe feindlicher Mayas einen Stützpunkt. Je nach Schwierigkeit schicken sie nach 40 oder 30 Minuten alle 8 bis 15 oder 7 bis 12 Minuten ein oder zwei Fähren voller Soldaten in unsere Richtung. Das können wir nur beenden, indem wir diesen Spieler vollständig besiegen. Im Berg, den wir uns mit den Mayas teilen, finden wir Kohle, Eisen, Stein und Gold. Nicht in super üppigen Mengen, aber mehr als eine gut laufende Mine brauchen wir nicht. Die Nachbarinsel im Norden hat einen gut gefüllten Berg, aber sie richtig zu kolonisieren erfordert definitiv Gründungskarren, Handelsschiffe und Häfen. Noch dazu hat sie keinen Fluss, wir können dort also auch keine vollwertige Siedlung errichten. Dort einen S-Turm zu platzieren wäre eine Option, allerdings sammeln sich die bei uns abgesetzten Truppen dann immer noch auf unserer Insel, was eher suboptimal ist. Auf Normal haben wir ein ziemlich enges Zeitfenster, um uns ordentlich zu etablieren. Da wir so wenig Material zum Start haben, ist es wichtig, dass ihr gut plant und bei Bedarf micromanagt, um schnell eure Werkzeugschmiede und drei Sägewerke bauen zu können. Die gute Nachricht ist, dass die feindlichen Fähren immer am gleichen Ort spawnen, zwingend an der vorgelagerten Insel mit dem Turm vorbei müssen und wir mit zwei Kriegsschiffen samt Mana starten. Wenn wir also je ein Kriegsschiff an den Ausgängen positionieren, können wir die Fähren abfangen. Passt aber auf die Feuerspeier auf, die dort stehen. Beachtet außerdem, dass jede Fähre zwei Treffer braucht und damit 30 Mana kostet. Das Startmana reicht also auf Normal nur für die erste Angriffswelle. Wenn ihr weniger als 30 Mana habt, bewegt eure Kriegsschiffe lieber weg. Ihr kommt dann um einen Kampf nicht herum, aber wenn ihr bis dahin einen Priester habt, könnt ihr hoffentlich zumindest mit dem Angstzauber noch etwas reißen. Sobald ihr 76% Kampfkraft erreicht, könnt ihr Fähre mit einem einzigen Treffer zerstören. Das erreicht ihr auf dieser Karte aber erst, wenn es nicht mehr wirklich relevant ist. Mein größter Fehler war aber vermutlich, Nahrung und Mana gleichzeitig hochziehen zu wollen. Das gibt eure Startposition nicht her und in meinem Fall führt es zu einem völlig vermeidbaren Kohleengpass. Eine Getreidefarm sollte völlig genügen, Fleisch kann über Jäger kommen. Sobald ihr etabliert seid, könnt ihr die Werkzeuge für die geforderten Spezialisten produzieren und die L3-Schwertkämpfer zur Seite ziehen. Da ihr bereits mit den 4 benötigten Fähren startet, müsst ihr nicht mehr welche nachbauen, solange ihr keine bei den Angriffen verloren habt. Sobald alle 4 Fähren am Zielort sind, habt ihr die Hälfte der Kampagne hinter euch.